Es war wie ein Gipfeltreffen. Noch einmal sind die Männer zusammengekommen, die maßgeblich an der deutschen Einheit beteiligt waren. George Bush, Helmut Kohl und Michail Gorbatschow tauschten ihre persönlichen Erinnerungen aus. Was geschah wirklich an den ereignisreichen Tagen vor 10 Jahren, als die Mauer fiel? Michail Gorbatschow bekam die Nachricht von der Maueröffnung erst einen Tag später. Der damalige Botschafter informierte ihn telefonisch am Morgen des 10. November. Ich kann meine Reaktion folgendermaßen beschreiben. Ich hatte Gefühle wie auch alle anderen. Die DDR-Führung hat genau richtig gehandelt. Sie haben nicht gegen das Volk entschieden, sondern dafür. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl war am 9. November 1989 auf Staatsbesuch in Polen. Als mich der Anruf erreichte, war meine erste Reaktion: Stimmt das? Wer lange genug mit Agenturen umgeht, fragt immer richtigerweise: Stimmt das? Der Rest ist Geschichte. Während die Ostberliner zu den Grenzübergangsstellen strömten, machte sich der Kanzler auf den Weg nach Berlin. Dann kam ein Anruf vom ehemaligen US-Präsidenten George Bush. Ich habe mich wie auch alle anderen Amerikaner gefreut. Aber wir waren auch besorgt. Einige Leute hatten vorgeschlagen, dass der Präsident sofort zur Mauer kommen sollte. Meiner Meinung nach hätte diese Geste genau das ausgedrückt, was ich fühlte. Aber es wäre auch riskant gewesen. Es hätte ins Auge gehen können. My own view would be that a lot of fun. That would really express the joy we felt. But it would be very risky and it would be a bad thing to do. Gespannt lauschten die 300 geladenen Gäste den früheren Staats- und Regierungschefs. Zur Stunde spielt der russische Cellist Mstislav Rostropowitsch. Ihm und seiner Frau war 1978 die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Rostropowitsch spielte schon am Vormittag am Checkpoint Charlie. Am Tag nach der Maueröffnung hatte er direkt am ehemaligen Grenzübergang eine Bach-Interpretation gespielt.